even get to cross. Hey Leute, was geht? Hier ist euer Red Marek und ich werde euch heute nochmal wie die anderen Videos nochmal zeigen, wie ihr noch an interessantere Orte reinkommt. Ja, das hier ist das Chemikaliengelände, das kennt jeder, diese Tesla-Bohr und so weiter. Früher ging es noch so, dass ihr euch da reinstellen musstet und eine Mission hosten musstet und rausgehen. Dann solltet ihr reinspawnen. Diesmal klappt das natürlich mit dem Glitch, den ich euch davor gezeigt habe. Und zwar, wenn ihr halt ein teures Fahrzeug, mehr als das, was ihr besitzt, an Geld kauft, jetzt wie bei mir hier 1 Million mit dem Adder, kaufen und dann in den Store geht und dann wieder rausgehen, werdet ihr automatisch dann da reingespawnt in die Tankshalle nicht, sondern in diese Lagerhalle nicht, keine Ahnung, Wareneingang nenne ich es jetzt mal. Und dann könnt ihr euch dann da mal alles angucken. Also es ist mega groß, ein richtig fettes Labyrinth, also da kann man auf jeden Fall mit mehreren Leuten echt geil chillen. Mal ein paar Runden alleine sein oder so, was ich abknallen. Ja, das war's eigentlich von dieser Location, will ich euch nicht zu viel sagen. Die zweite ist, kennt jeder, Trevors Wohnwagen. Das ist ein bisschen trickiger, dann ein bisschen raufzukommen. Also stellt euch am besten dahin mit so einem größeren Fahrzeug und dann solltet ihr auch da eigentlich draufkommen. Ja, das ist genau das gleiche wie eben gerade. Ihr müsst halt, ja, in den Store reingehen, indem ihr halt ein teures Fahrzeug kauft und dann wieder rausgehen. Ich tue mal die Kasse zu spammen. Ja, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt das auch mit anderen Fahrzeugen machen, wenn ihr das Geld nicht habt und so weiter. Ja, das war's eigentlich soweit. Ich will euch jetzt hier nicht vorweggreifen, dann könnt ihr euch das selber in Ruhe angucken, ohne jetzt hier bei mir das alles gesehen zu haben. Also Leute, haut rein, macht's gut, Kombi und Abo nebenbei noch da lassen. Leute, haut rein, ciao! Turn around and face look like shit. 1, 2, 3,